Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein neues Project Lip. Und ja, das ist auch gleichzeitig noch das finale Update zu meinem Project Lip 2018. Es ist seit dem letzten Update nur noch einer über gewesen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem an, bevor es mit dem neuen Projekt startet. Ja, ich habe noch den letzten Monat versucht, die Farbe Violetta von MAC aufzubrauchen. Es ist leider nicht geklappt. Und ja, so viel habe ich noch über. Es ist wirklich nicht viel. So viel ist halt über. Aber wie man auch sehen kann, hat er eine Delle bekommen. Ich hatte ihn in der Hosentasche transportiert. Ja, er ist warm geworden und mir dann abgebrochen. Deswegen werde ich ihn wohl auch jetzt einfach für beendet erklären. Klar, ich würde ihn am liebsten komplett aufbrauchen, aber ich habe selber festgestellt, dass ich super selten zu der Farbe noch greife. Das Alter von 6 Jahren ist auch inzwischen erreicht und mir ist schon letztens einer von MAC schlecht geworden und der war ein bisschen jünger als dieser hier, also hatte ich echt Glück. Und ja, er wackelt halt auch immer hin und her, wenn ich ihn auftrage. Deswegen wird er jetzt wohl gehen. Und ich dachte mir, das ist das letzte Produkt. Warum starte ich dann nicht gleich das neue Project Lip? Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit als die 12 Monate in 2019. Aber es schadet auch nicht gleich. Nahtloser Übergang. Und ja. Es soll dann einfach nicht mehr sein. Aber ich finde, dafür habe ich eigentlich sehr viel aus ihm rausgeholt. Bin auch zufrieden damit. Nur nach dem Alter würde ich ihn halt jetzt langsam echt mal aussortieren. Und weil mir auch die Farbe nicht mehr gefällt. An irgendwen weitergeben möchte ich ihn einfach nicht, weil er so alt ist und zermatscht. Und das möchte ich halt niemandem antun. Kommen wir jetzt zu meinen neuen Produkten. Ja, wie man sehen kann, sind es eine ganze Menge. 2018 hatte ich ja mit 6 Produkten gestartet, aber auch ab der zweiten Hälfte des Jahres erst. Diesmal sind es ganze 12. Und einige sind auch doppelt aus meinem 25x25 Projekt, weil ich mir gedacht habe, warum muss ich komplett neu nehmen, wenn ich auch einfach die übernehmen kann. Und ja. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Liquid Lipsticks, weil an denen kann ich nicht viel zeigen. Deswegen einmal fix die durch und dann kommen wir zu den Bullet Lipsticks. Ja, 2 Liquid Lipsticks, die ich aus meinem Project 25x25 genommen habe, sind von Kat Von D. Zum einen die Farbe Melancholia. Das ist das Babyrosa, was ich heute auch auf den Lippen trage. Es sind nur 3 Milliliter enthalten. Man kann schlecht den Fortschritt messen an der Tube, aber ich habe langsam mitbekommen, dass sie sozusagen kleine Fenster machen wie Concealer und dadurch dann doch vielleicht mal Fortschritt sichtbar ist. Gott, Tag war schon lang. Und ja. Einmal den möchte ich aufbrauchen und dann aus dem Duo-Pack die Farbe Suspiria. Das ist ein lila Ton und hier ist so ein besagtes Fännchen schon mal zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das durch Fortschritt ist oder einfach weil ein bisschen Luft raus ist. Deswegen weiß ich das noch nicht, aber die 2 sind halt aus dem Projekt vorher übernommen, weil ich mir gedacht habe, kann ich auch hier nochmal mit reinpacken und quasi Zwischenupdates geben, beziehungsweise man sieht auch nicht sofort, wie viel wirklich raus ist und dann ist es nicht so der Spoiler, hatte ich gedacht, aber ja, die 2 sind auf alle Fälle dabei. Dann habe ich mich entschieden, meine NYX Soft Matte Lip Cream in der Farbe Tokyo aufzubrauchen, einfach weil ich festgestellt habe, dass ich so viele habe. Fast alle gefühlt.
ich sie aber halt nicht verwende. Und dann habe ich mir gedacht, nimm eine leichte Farbe, die kann man besser verwenden. Und Tokio sieht so aus. Sie ist auch nicht zu 100% deckend. Daher, ja, muss ich mal schauen, wie ich mit ihr arbeiten werde. Es ist die Nummer 03, falls das jemanden noch interessiert. Und ja, mal schauen, wie lange sie hält. Ich weiß auch nicht, wie viel drin ist. Noch, es sind 8 Milliliter, aber ich meine, die Farbe habe ich nicht viel getragen. Deswegen könnten da leicht und locker noch 8 Milliliter drin sein. Mal schauen, aber auf alle Fälle kann ich keinen sichtbaren Fortschritt zeigen. Die Farben sind halt komplett deckend verpackt. Und deswegen hoffe ich, dass die bald irgendwann mal zeigt, dass nicht mehr viel drin ist. Aber ich werde keinen Stopper rausnehmen. Das habe ich mir gesagt, ich werde den Stopper nicht rausnehmen. Das ist einfach eine zu klebrige Angelegenheit. Bei Concealer vielleicht noch eher, aber bei Lippenprodukten, nein. Da habe ich dann genug Auswahl für andere Produkte. So, und die letzten beiden Liquid Lipsticks sind von ColourPop. Zum einen ist das der Ultra Matte Lip in der Farbe Notion. Ich hoffe, das ist jetzt richtig ausgesprochen. Hier sind 3,2 Gramm drin. Langsam trägt sich die Schrift ab. Warum die ColourPops? Weil ich von vielen schon gehört habe, dass ihre angefangen haben zu schimmeln und zu kippen. Meine gehen noch und ich dachte mir, dann verwende die mal fix. So sieht die Farbe aus. Es ist ein dunkles Rot und die matte Formulierung gefällt mir nicht ganz so gut, weil sie sehr austrocknend ist. Und ja, ich probiere so viel wie möglich rauszubekommen. Wenn ich keinen Bock mehr habe, schmeiße ich auch die Farbe weg. Dafür habe ich einfach zu viele. Gerade auch in dem Farbton. Und ja, mal schauen, wie gut die sich wirklich aufbrauchen. Und die andere Farbe ist aus der Ultra Satin Lip Reihe Hutch. Das ist ein Ticken dunkler, trocknet dafür aber auch nicht matt und geht auch eher in die lila Richtung. So sieht er aus. Und ja, auch hier möchte ich so schnell wie möglich viel aufbrauchen. Mal schauen. Die Satin Lips gefallen mir einen Ticken besser, weil sie nicht ganz so austrocknend sind. Allerdings kleben meine Babyhaare überall drin. Oder andere feine Haarsträhnchen. Und dann ziehe ich sie mir übers Gesicht und sehe aus wie der Joker. Das hatte ich nämlich bei meinem letzten Liquid Lipstick von ColourPop. Und ja, mal sehen, wie lange ich die Farbe aushalte. Nun kommen wir aber zum spannenderen Teil, und zwar meine Bullet Lipsticks. Diesmal auch wieder auf dem Kärtchen notiert und ein anderes Linienformat, weil ich hoffe, so besser messen zu können. Aber das werdet ihr gleich sehen. Fangen wir an mit einem Produkt aus einer Pinkbox. Und zwar ist das von Burt's Bees. Ein Lippenstift in der Farbe Sweet Splash. Und das ist ja dieser Farbton. Und ist eher so ein leicht glänzendes Braun. Und auch Burt's Bees soll super schnell schlecht werden. Deswegen dachte ich mir, probiere mal mit dem zu arbeiten. Und ja, hier ist der wunderschöne Startpunkt zu erkennen. Ich habe versucht, die Lippenstiftform nachzumachen. Und ja, damit man halt auch das Schräge mitmisst und nicht nur schätzt. Und ja, es ist einiges noch da. Er ist noch gar nicht verwendet worden. Also komplett neu. Aber mal schauen, da er ja so ein Schimmer-Sheer-Finish hat. Habe ich das Gefühl, dass er dann schneller lägt, weil man ihn eher nochmal nachmalt, um ein bisschen mehr Deckkraft zu bekommen. Hoffe ich, dass er schneller leer geht. Und ich dachte mir, so ein
Braunton habe ich bisher noch nicht in meinem Project 25x25. Hatte ich letztes Jahr oder also in meinem letzten Project Lip nicht drin und daher eine gute Abwechslung. Ja, die Farbe Lila habe ich zurzeit. Nicht, weil ich sie mag, sondern einfach, weil ich so viele lila Lippenstifte gekauft habe. Sie jetzt allerdings halt auch aufbrauchen möchte. Ich habe ja auch ein Lip Liner versucht aufzubrauchen. Und ja, ich dachte mir, den als eher als Ersatzprodukt. Und zwar von Trended Up ist das ein Everlasting Liquid Lipstick. Die gibt es nicht mehr. Deswegen war das auch so ein Kriterium, dass man den halt nicht mehr kaufen kann und dann würde ich sie aufbrauchen. So sieht die Farbe geswatcht aus. Erinnert ein bisschen an Violetta, ist aber halt ein mattes Finish. Und ja, auch hier ist noch eine ganze Menge über. Das ist der Teil, nicht viel verwendet. Aber ja, ich versuche sie aufzubrauchen, damit sie mir nicht eintrocknen, schlecht werden, ähnliches. Aber der wird jetzt erstmal ein bisschen zurückstehen, weil ich ja den 25x25 drin habe. Da versuche ich jetzt erstmal ein bisschen Verwendung rauszubekommen. Den zeige ich auch gleich noch. Und ja, der Liquid Lipstick. Nein, nicht der Liquid Lipstick. Doch, der Liquid Lipstick von Kat Von D ist ja auch in einem lila Ton, deswegen wollte ich mal schauen. Vielleicht nehme ich den auch einfach immer nur mit, wenn ich den trage zum Nachmalen. Mal schauen. Aber ja, die Everlastings versuche ich aufzubrauchen. Dann hatte Love Cosmetics ja eine Valentinstag-Aktion und da gab es bei mir einen Lippenstift. Und zwar ist das die Farbe 360 aus der Loveful-Reihe in Tokio. Das ist ja so ein glänzender Korallton. Ich mag diese Shine-Lipsticks nicht, deswegen. Ich habe schon einen aussortiert, aber ich hatte noch einen und deswegen dachte ich mir, vielleicht geht der ja auch ganz schnell leer. Viel ist nämlich nicht drin, das ist alles. Auf der Karte sieht es dann so aus, also wirklich viel ist das nicht. Durch das Shine Finish habe ich dann auch eher das Gefühl, dass ich nachmalen muss. Also es ist eher für mich so eine getönte Lippenpflege und ich hoffe dadurch dann halt wirklich viel aufzubrauchen, weil wenn ich ihn runterdrehe, ist dann doch schon einiges raus, finde ich. Und das hat mir dann Mut gemacht, zu sagen, okay, versuch den aufzubrauchen. Korallfarbton kann man auch super im Frühling, Sommer dann tragen. Und zur Not auch im Winter, wenn die Lippen extrem kaputt sind, dann ist das nicht ganz so schlimm wie bei einem Liquid Lipstick. Ja, dann habe ich hier mein Bullet Lipstick aus meinem 25x25 Projekt. Es ist von MAC die Farbe Candy Yum Yum. Auch das ist einer von den älteren aus der Mattenreihe und es ist ein Hot Pink. Also das ist Pink à la Pink. Habe ich super gerne getragen. Viel, ja, viel würde ich nicht sagen, aber es ist einiges raus. Er riecht noch vanillig, aber langsam merke ich so einen leichten Unterton und deswegen versuche ich ihn halt aufzubrauchen. Auf der Karte sieht er dann so aus. Also es ist noch ein weiter Weg. Ich hoffe ja, dass es im Sommer dann einigermaßen vorangeht, dass ich den dann halt im Sommer trage viel und ja, dass dadurch dann einiges runtergeht. Also es ist für mich eher eine Sommerfarbe, jetzt nicht so für den Herbst, Winter, aber mal schauen. Bei den Burt's Bees fällt mir gerade ein, kann ich den super zu Grabungen tragen, unauffällige Farbe und fällt dann auch nicht so doll auf, wenn er weg ist. Dann haben wir noch ein Trended Up Everlasting und das ist auch eher ein Backup-Produkt, was dann reinkommt, wenn
ein anderer Lippenstift leer ist. Und zwar ist das ein klassisches Rot. Ja, davon habe ich Tonnen wirklich an rotem Lippenstift. Auch hier ist nicht viel raus, was mich verwundert. Hier. Dieser wunderschöne Balken ist es. Aber ein bisschen mehr als bei dem anderen. Aber ja, ich hatte gedacht, das ist eher so eine Backup-Farbe, wenn mein anderer roter Lippenstift leer sein wird. Ich glaube nie, dass das passiert, aber dachte ich mir, nehme ich jetzt schon mal ins Projekt mit auf als roten Lippenstiftersatz. Ja, kommen wir zu den letzten beiden Produkten. Auch hier wieder Colourpop vertreten als Lippy Sticks. Und auch wieder ein Lila. Das ist die Farbe Nevermind aus der Matt-Reihe. Die Lippy Sticks finde ich gar nicht mal so schlecht von der Formulierung her. Nevermind ist ein bisschen dunkler als der von Chanted Up. Und ja, es ist noch einiges drin. Und hier versuche ich sie halt aufzubrauchen. Ich dachte, weil sie so dünn sind, geht das eigentlich recht fix. Es sind auch nur 1,0 Gramm. Sollte eigentlich schnell gehen, sollte man meinen. Und ja. Das ist der Balken dazu. Ja, es ist doch noch einiges, die Hälfte der Karte quasi. Und ja, an dem arbeite ich zurzeit gerade, beziehungsweise werde ich demnächst wieder arbeiten, weil ich doch mal eine Woche einfach den Lippenstift getragen habe, den ich wollte. Und ja, die sollen auch langsam weg, weil die ja auch zu denen gehören, die schnell mal kippen und halt wirklich nur 1,0 Gramm drin sind. Und ich dachte, okay, 1 Gramm kriegt man eigentlich schnell auf. Die andere Farbe ist Bossy, auch aus der Mattreihe und das klassische Rot. Aber ich finde, es ist ein bisschen dunkler als das von Trended Up. Ein bisschen. Man kann sich es auch einreden. Aber auch hier ist echt noch einiges über. Aber ich trage rote Lippe sehr gerne. Gerade jetzt auch zur Weihnachtszeit werde ich nur viel tragen. Und ja. Der letzte Balken auf der Karte ist dieser hier. Und ja. Auch hier wieder 1 Gramm enthalten. Hoffnung, dass er schnell leer geht. Und rot ist eigentlich für mich eine schöne Farbe. Ja, das waren jetzt alle meine Produkte. Zu den Rahmenbedingungen komme ich jetzt. Ich werde monatlich Updates bringen, auch so um diesen Zeitraum hin. Ich denke mal eher hin zum 15., wenn ich es schaffe. Sonst halt um den Dreh rum mittig, damit es zwischen den anderen Project Pen Update ist, wo ein paar Produkte drin sind, damit es nicht so direkt peng, peng, peng ist und man so ein paar Zwischenupdates kriegt. Und wie gesagt, monatlich, es geht bis zum 31. Dezember 2019. Und ja, ob ich neue Lippenstifte mit reinbringe, wenn ich aussortiert habe oder aufgebraucht, ich hoffe ja, mehr aufgebraucht als aussortiert, weiß ich noch nicht. Ich denke mal, das mache ich formabhängig und zeitabhängig, wie viel und was leer ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich eher nochmal einen roten Lippenstift mit reinbringe als einen lilanen. Man weiß nie. Und ja, oder was ich noch finde an fast leeren Lippenstiften, sollte es vielleicht auch geben. Mal gucken. Ja. Das war's soweit. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Update wieder einschalten würdest, damit du das nicht verpasst. Solltest du meinen Kanal kostenlos abonnieren, vielleicht auch noch das Glöckchen aktivieren, damit du eine Benachrichtigung bekommst, wenn das Video in deiner Abo-Box landet. Manchmal spinnt da ja YouTube
sehr gerne rum. Und ja, ich freue mich, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis dann. Tschüss.